Was bisher geschah? Sorgt einfach dafür, dass er auf der anderen Seite des Lagers schläft. Bei Alistair. Wenn wir Glück haben, beschränkt sich der ganze Gestank dann auf ein kleines Gebiet. Und so geht's weiter. Neuigkeiten, Sir. Das Benorn verlangt, dass ihr von der Regentschaft zurücktretet. Es heißt, sie sammeln ihre Truppen, genau wie eure Verbündeten. Es wird wohl zum Bürgerkrieg kommen, trotz der dunklen Brut. Zu schade. Da wäre noch ein interessanter Bericht. Einige graue Wächter haben wohl Ostergar überlebt. Ich weiß nicht wie. Sie werden gegen euch vorgehen. Ich habe etwas vorbereitet. Eine Lösung. Mit eurer Erlaubnis. Die Krähen von Antiva entbieten euch Grüße. Ein Meuchelmörder? Gegen graue Wächter brauchen wir die allerbesten, Sir. Und die teuersten. Erledigt es einfach. Okay. Was? Oh, dunkle Brut. Hallo. Ja, was habe ich da jetzt beobachten dürfen? Er setzt jetzt einfach irgendwelche Meuchelmörder auf uns an. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Stirb. Oh Gott. Ja, das könnte ein bisschen viel sein für den armen Alistair. Aber sie heilt ihn. Und auch er wird nur angegriffen. Das ist gut. Kann ich die von hier oben irgendwie... Oh, die Musik ist aber laut. Teilweise echt... Ja, es trötet mir ins Ohr. Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, der Lautstärke im Kampf und der Lautstärke überall anders, nur nicht im Kampf. Ich sehe da noch jemanden. Nein! Hey, nicht mich. Hey, Alistair. Oh. Da sind ja noch mehr. Alter, wie viele sind denn hier am Rumgimpen? Und die tun gar nichts. Na denn? Es geht los. Ich vertraue darauf, dass die beiden das schaffen. Oh, du bist gar nicht tot. Hier. La la la, ich hab Zeit. Ich hoffe, dass... Ich habe jetzt eingestellt, dass sie Mana schluckt. Tränke, wenn sie unter 10% fällt. Aber ich fürchte, das macht sie denn zu häufig. Ich glaube, das muss ich wieder rausnehmen. Weil dann nimmt sie mir sonst all meine Mana-Tränke irgendwie weg. Das fände ich nicht so witzig. Boah, kommt ihr da oben beide mal klar? Mit dem scheiß letzten Vieh hier? Hallo? Ja? Ach, Falle entdeckt. Dafür ist sie gut. Nett, dass sie das jetzt auch entdeckt. Zerbrochene Kiste, könntest du die bitte looten? Danke, statt da einfach nur stupide gegenzulaufen, das wäre sehr nett. La la la. Wenn ich einen ordentlichen Bogen finde, dann kriegt Liliana auch den Bogen, versprochen. Dann ist sie halt Bogenschützin. Obwohl ich das nicht so pralle finde. Ich will eigentlich einen Nahkämpfer haben, aber na gut, kann ich jetzt nicht ändern. Aber selbstverständlich. La la la, da warte ich ja darauf, dass ich von Meuchelmördern gemacht werde. Aber eigentlich dürfte das ja nichts mit den DLC-Quest-Dingens da zu tun haben, oder? Ich meine, das sah jetzt eher eine Kampagne, sondern Hauptstory aus. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich nehme einfach alles mit. Gib her. Da hinten ist Weg zurück. Ja, den Weg zurück will ich ja gar nicht. Ich will ja eigentlich weiter voran. Tiefenpilz. Ja, ich glaube, die Tiefenpilze brauche ich für diese dämliche eine Quest. Nee, das waren alles nur... Okay, fallen. Gut, dann gehen wir jetzt. Die Musik, die ich jetzt eigentlich gerne hatte, laut, genau in der Lautstärke, kriege ich nicht, wenn ich nicht im Kampf halb taub werden möchte. Oh oh. Ich bin hingefallen. Alles in... Ach, wirklich scharf beobachtet.
Ach Mann, ey. Ist die Aufregung zu viel für die alten Knochen? Ist alles in Ordnung? Einen Augenblick lang dachte ich, dass jetzt alles vorbei ist. Ihr braucht Ruhe, das ist alles. Der Kampf ist beendet, falls ihr das meint. Was genau sollte vorbei sein? Alles. Ich erkläre euch alles, wenn wir zurück im Lager sind. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Da kommen wir gerade her. Stirb jetzt nicht an Altersschwäche. Das kann ich nicht gebrauchen. Der Kampf geht noch ein bisschen länger, fürchte ich. Müssen wir jetzt nochmal kämpfen? Nein, offensichtlich nicht. Nach Norden in die freien Marschen. Was? Okay. Und da wären wir. Soldatengipfel. Beim Atem des Erbauers ist das riesig. Was für eine Festung. Ich hab doch gesagt, die Karte führt uns durch die Tunnel. Gebt es ruhig zu, ihr habt euch mehrmals verirrt. Bei Andrastes Blut, wie habt ihr allein diesen Weg gefunden? Sehr beeindruckend, so viel steht fest. Gebt es ruhig zu, ihr habt euch mehrmals verirrt. Ich hab mich nicht verlaufen, da sind ein paar Flecken auf der Karte. Egal, wir sind da. Nun, ich werde euch folgen. In angemessener Entfernung. Dieser Ort trägt den Geruch des Todes. Ich rechne damit, dass Schwierigkeiten auf uns warten. Natürlich. Der Soldatengipfel. Hat auch schon bessere Tage gesehen. Wohl eher bessere Jahrhunderte. Du sei mal kein Klugscheißer. Das könnte unser nächster Hauptsitz werden. Wenn ich mich recht erinnere, war das doch der frühere Hauptsitz, richtig? Richtig? Wurde genutzt von grauen Wächtern? Oder habe ich das komplett falsch verstanden? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich meine, es wurde sich irgendwie in die Richtung geäußert. Was ist das? Okay, Irrlichter? Hallo? Ist aber ruhig hier. Zurück! Zurück! Na los! Herr, den Gipfel einzunehmen könnte schwierig werden. Ich habe den Wächtern eine Chance gegeben, ehrenvoll zu sterben. Doch sie verschanzen sich wie Feiglinge. Wir folgen dem Rat des Königs und hungern sie aus. Aber auf dem Gipfel gibt es Vorräte für Monate. Dann warten wir. Wenn sie so geschwächt sind, dass sie ihre Waffen nicht mehr heben können, überstellen wir sie dem letzten Gericht. Was war das? Ich fühlte mich leicht benebelt. Ich bin doch nicht verrückt, oder? Habt ihr es auch gesehen? Ich habe mal eine orlesianische Ballade über etwas Ähnliches gehört. Eine Schönheit, die in ihrem Traum gefangen war. In dem Lied wacht Belissa nie mehr auf. Eure hübsche Freundin hier macht mich nervös, Wächter. Wie kann das überhaupt möglich sein? Hier muss es doch spuken. Der Schleier ist hier sehr dünn. Im Turm des Zirkels war es genauso. Die Welt ist voller Geheimnisse. Lass uns. Ja, wir können ihm das ja kurz erklären. Der Schleier? Er trennt uns vom Nichts und den Dämonen. Ja, machen wir ihm noch mehr Angst. Macht euch keine Sorgen. Gehen wir weiter. Ja, Wächter. Wenn ich ihn völlig zum nervlichen Wrack mache, bringt uns das, glaube ich, auch nichts. Danke, Musik. Ja, mach es doch gleich weniger erschreckend. Ich sehe hier vor allem ganz viele Leichen. Ja? Oh, okay. Ja, das sind Viecher. Und das sind nicht wenige Viecher. Wir können ja mal kurz hier alle... So ist fein. Jetzt ganz entspannt mal den von Liliana killen, damit sie da ein bisschen Entlastung hat. Arlen's Lord. Ist der besonders? Und wir leben noch. Super. Die Musik. Wieso stehen denn jetzt alle auf? Was macht ihr denn? Können wir nicht Schritt für Schritt vorgehen? Ganz entspannt, aua. That's not good. Mach mal hier verhöhnen oder so einen Scheiß, Alistair. Warte eine Sekunde. Ich hab keinen Mana dafür. Okay, dann eben auf die altmodische Art. Die Musik ist sowas von am Ausrasten. Das finde ich so witzig. Wieso rennt er denn weg? Mein Gott, mach es doch nicht schwerer, als es ist. Okay, haben wir... Oh, Alter, okay. So, geht sie mit Gebrüll. Warte mal, ich habe davon noch 6, wenn ich das richtig sehen kann. Ich sehe es nicht wirklich.
Ich habe wirklich Angst, dass sie mir zu viel davon benutzt. Warte mal. Ich glaube, das müsste ich mal kurz einstellen. Und dabei die epische Musik hören. So. Weißt du was? Das machen wir jetzt einfach mal weg. Ich mache das manuell bei ihr. Wenn ich sehe, sie braucht unbedingt was. Jetzt habe ich am Ende gar keinen Juriumtrank mehr. Weil ganz im Notfall kann er sich ja auch noch mit den Wundverbänden heilen. Verstehst du, was ich meine? Lululu. Ja, okay. Nee, wir greifen einfach mal weiter an. Ich will jetzt wirklich nicht Lyrium verschwenden. Ich habe mich nicht mehr so viele Tränke. Ich will die eigentlich für wichtige Kämpfe sparen. Mit großen Viechern und so. Endzeit-Viechern. Und ich habe das Gefühl, dass hier auch noch ein größerer Gegner auf uns wartet irgendwo. Ich weiß nicht, wie lang dieses DLC ist. Was für eine Sauerei. Ob hier wirklich eine komplett eigene Story mit drin ist. Oder nur ein bisschen kämpfen und dann kriegen wir endlich die Truhe. Das ist aber nett. So, endlich durch, hoffe ich. Ja, endlich mal ein bisschen Ruhe. Ich kann kurz alles einsammeln. Antike Wächterarmbrust, aha. Eine Armbrust ist auch doof, wenn ich kurz sagen darf. Ich bin eher Bogenfan anstatt von Armbrust, aber na gut. Da ist eine Statue. Vielleicht sollten wir... Wie groß ist denn die Map hier? Hier kann ich überall rein. Turm von Avernus, zweiter Stock, Festungseingang. Okay, bevor wir zum Festungseingang gehen, wir können ja mal kurz speichern, weil wir das alles so wunderbar gerade überstanden haben. Und mir übrigens, mein Schild habe ich, ja? Ich habe mein Schild. Hallo Statue. Neue Quest, die Geschichte des Stützpunkts der Wächter. Finde mehr über die Geschichte von Soldatengipfel heraus. Du hast einige der Geheimnisse des Stützpunktes am Soldatengipfel enthüllt. Da es möglicherweise noch mehr herausfinden gibt, solltest du danach suchen. Ja, Codex aktualisiert. Der Stützpunkt der Grauen Wächter am Soldatengipfel wurde in der Mitte des Zeitalters des Ruhmes wenige Jahrzehnte nach Ende der zweiten Verderbnis erbaut. Bis dahin hatten sich die Grauen Wächter Feldens in Schlössern und Festungen großzügiger Adliger niedergelassen. Gaspar Asturian, der Kommandant der Wächter, wünschte sich jedoch ein befestigtes Hauptquartier, in dem seine Truppen trainieren und leben konnten. Er plante, Soldatengipfel zu einer eigenständigen Stadt zu machen. Da den Einwohnern Feldens der Sieg über die Dunkle Brut und den Erzdämon Zazikel noch frisch im Gedächtnis war, spendeten viele von ihnen bereitwillig Gold für den Bau von Kommandant Osterians Festung. Soldatengipfel wurde in einem Zeitraum von nur 10 Jahren fertiggestellt und dem Erbauer in 934 Zeitalter des Ruhmes gewidmet. Aha, das finde ich doch ganz interessant. Schade, dass sie jetzt so verlassen vorliegt und eigentlich noch bewohnbar ist, oder? Also er sieht jetzt nicht viel ranzig aus. Könnte man noch gut mitleben. Das sieht aus wie eine Tür, die ich eigentlich benutzen könnte. Aber nein. Okay, dann nicht. Ich dränge mich nicht auf. Gibt es hier sonst irgendwie was ich noch tun kann? Leichen schänden zum Beispiel? Also ich bin ja da groß in... Das sieht auch wie eine Tür aus, die man benutzen kann. Moss? Übrigens, das mit den Eichhörnchengeräuschen in der Kossari-Wildnis war keine Mod. Die war auch so da. Trotz Clean Installations war nichts von der Mod. Freunde, die habt ihr vorher einfach nicht gehört. Die sind im Game so drinne, ja? Die halt verrückte Eichhörnchen in dieser Wildnis. Dafür kann mein Spiel auch nichts. So, hier geht's rein. Kann ich hier sonst noch irgendwas mitnehmen? Nein? Nein? Okay. Alle sehr geizig. Ich gehe dann eben mal rein. Was soll schon groß passieren, wenn uns draußen 1000 Skelette angreifen? Kann's drin ja nicht viel schlimmer aussehen, nicht wahr? Die Moral der Männer ist niedrig. Meine Zauber sind dabei keine Hilfe, Kommandantin. Zum Führen von Männern gehört mehr als Magie, Avernus. Ich werde sie daran erinnern, dass sie Wächter sind. Männer, ich werde euch nicht belügen. Die Lage ist ernst. Der Feind ist in der Überzahl. Unsere Mägen sind leer. Und unser Mut sinkt. Aber wir sind Wächter. Die dunkle Brut flieht, wenn unser Horn erschallt. Erzdämonen sterben, wenn sie unsere Klingen spüren. Sollen wir vor einem simplen Menschendespoten auf die Knie fallen? Nein, ich werde jedenfalls niemals aufgeben. Schon allein, um irgendwann vor Arlens Galgen tanzen zu können. Darum schlage ich hier und jetzt vor, in diesen heiligen Hallen, in denen Generationen unserer Brüder Wache gehalten haben, gegen die dunkle Brut und alles Böse.
Lasst uns diesem fetten Bastard eine Nachricht schicken. Und zwar, dass an diesem gesegneten Ort stolze und aufrechte Männer keinen Schritt zurückgewichen sind. Lieber sterbe ich, als vor der Tyrannei klein beizugeben. So tapfer, obwohl sie am Verhungern sind. Und meine Ur-Urgroßmutter war eine von ihnen. Klingt, als ob wahre Größe durch eure Adern fließt. König, war das gerade seine Urgroßmutter? König Alan war ein Tyrann? Ich kann nicht glauben, dass der König die grauen Wächter angegriffen hat. Ja, irgendwie, was? König Alan war ein Tyrann? Man weiß nicht viel über König Arland. Der Thronfolgekrieg nach seinem Dahinscheiden war jedenfalls gewaltig. Er dauerte fast ein ganzes Jahrzehnt und Denerim wäre samt Palast beinahe niedergebrannt worden. Große Teile unserer Geschichte gingen dabei verloren. Aber vielleicht finden wir ja im Inneren Antworten. Aber genug geplappert, führt uns weiter. Ist ja gut, ich wollte ja... Mein Gott, ich bin Nachrichten interessiert. Bekundung des Widerstandes. Auf dem Plakat steht, auf diesem Grund erhoben sich untadelige Männer gegen einen Tyrannen. Sie wichen nicht zurück und traten für ihre Freiheit ein und sie sind gefallen. Sie ist von Verteidigern der Grauen Wächter unterzeichnet, die von König Arlens Truppen belagert wurden. Die Namen der Gefallenen lesen? Hauptmann Melo, das schwarze Frettchen, Stuhlschmeißer Lopez, Sir Derek von Orlais und Jason der Langbogen. Ellen der Nörgler, der Kartografenmärtyrer. Was, der Kartografenmärtyrer? David der Stille, Dustin der Farbenblinde, Ebenberger von den schwerfälligen Brüdern, Farrell der Wilde, Sir Graham der Unermüdliche und Jason Sunley Argonauten. Langley der teuflische Glückskind Laguna, Mad Dog Smeadows, Matthias der Blutige, McGurk der schreckliche Priester, Melissa die magische Missetäterin, Om der Geschreckte und Packratte Derksen. Holy shit, was haben die denn für Namen? Wer saß denn da bitte in dem Büro und dachte sich diese dämlichen Namen aus? Feldwebel Red Morrison, Santos der schweigende Säbel, Säuren Eric, Tiefaugen Santos und Welburn das reinigende Feuer. Noch mehr. Sind wir da schon? Huh, okay, ich hoffe, ich muss mir keinen davon merken, denn das wird niemals passieren. Dann speichern wir eben und gehen weiter. Oh, holy fuck, ist ja gut. Ja, sofort. Ah, nein, nicht gut. Autsch, Feuerball. Feuerball ist aua. Ach Gott. So. Könnten wir uns mal kurz darum kümmern, dass dieses Vieh stirbt? Genau, tritt ihn! Wie wär's mal mit Sterben? Wie wär's mit Sterben? Gute Frage, Alice. Ta. Ob ich ihn einfach nur Alice nennen sollte? So. Ja, heilen mal wieder alle. Da ist eine Notiz. Ein Brief von Mann Mohin Wolf. Sophia, Al Rowan und seine gesamte Familie wurden niedergemacht, selbst die Kinder. Die Erblinie der Rowan wurde ausgelöscht und das Arltum gehört nun vorerst der Krone. Arland glaubt, Rowan würde gegen ihn intrigieren, dabei hat er nur die Ausgaben des Königs für Wintersend kritisiert. Das war alles. Es war nur ein unbedachtes Wort, eine unangemessene Bemerkung. Der König geht zu weit, sein Verstand ist vom Wahnsinn erfüllt und er klammert sich an die Krone wie ein Ertrinkender an einen Halm. Sophia, ich flehe dich an, uns zu helfen. Wenn niemand etwas unternimmt, werden noch mehr leiden. Dein ergebener Diener Wolf. Ban Mephian, ein Brief von Ban Mephian, Sophia. Wer ist Sophia, seine Urgroßmutter? Habe ich das jetzt richtig? Arwen und seine Gedanken wurden niedergemacht. Okay. Nur weil Ruin irgendwie gesagt hat, okay, Kritik quasi geäußert hat. Oh. Wo geht ihr denn hin? Hallo? Ach, die gehen da nur hin und her. Schön, gut zu wissen. Gut, dass da eine Blockade ist. Finde ich ganz nett. Dann gehen wir einfach mal weiter. Reizend. Oh. Ja. Aber selbst. Warte mal, ich muss irgendwie... Oh Gott. Können wir hier kurz... So, das ist perfekt. Und dann noch einmal hier. Und dann ist der schon fast tot. Oh, nee, das war jetzt eigentlich nicht das, was ich tun wollte. Komme ich da tatsächlich auch so ran? Ja, tatsächlich. Finde ich es schön, dass das funktioniert. Dass ich da nicht hinrennen muss. Funktioniert in vielen Spielen, nicht in älteren. Sobald da so ein kleiner Höhenunterschied ist, geht nichts mehr.
finde, die Kombination hier macht relativ gut Schaden. Wir sind ein gutes... Ja, ich finde auch, dass Alistair nimmt mir quasi die Worte aus dem Mund. Ich finde, wir arbeiten sehr gut zusammen. Aber gern. So. Ich glaube, ich kann auch jederzeit zurück zum Magierturm im Nachhinein. Genau so wird es geschehen. Um die Truhen vielleicht mal zu öffnen, falls ich daran Interesse hätte. Fiel mir gerade so auf. Könnte ich irgendwann mal probieren. Kommandant Atlas, bitte. Soldatengipfel ist mehr als wir dachten. Hier ist dunkelste Magie am Werk. Die Männer sehen Dinge und können Albträume nicht von der Realität unterscheiden. Die Toten kehren ins Leben zurück und greifen uns immer und immer und immer wieder an. Darüber hinaus werden wir von dunklen Kreaturen angefallen, wie wir sie nie zuvor gesehen haben. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, will uns alle vernichten. Die Armee des Königs ebenso wie die Grauen Wächter. Schickt Hilfe, wir halten nicht mehr lange durch. Kommandant Adler. Warum ist eine Notiz vom Kommandanten, der hier außen, glaube ich, belagert, hier drinne? Huch! Ach ja, das ist der Typ. Hier hat irgendjemand dunkle Magie verwendet. Lass mich raten, mal wieder Dämonen am Werk oder so? Weil wie sonst sollten hier Leichen wieder zum Leben erwachen? Und das hat wahrscheinlich auch die Grauen Wächter dann letztlich dahin gerafft, könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist die Frage, haben die Grauen Wächter es probiert, mit Dämonen sich am Leben zu halten, irgendwie zu behelfen? Oder sind sie selber irgendwie Opfer von einem dummen Streich geworden? Wo geht's denn hier lang? Nirgendwo. Kann ich hier Leitern steigen? Nee, wa? Nee, kann ich nicht. Okay. Gut. Ja, ist ja eine... Ach, da ist eine Truhe. Truhen sind wichtig. Kann ich die so öffnen? Ist aber nett. Langschwert des Wächters. Ich glaube, hier werde ich ein bisschen reich. Und er leuchtet so. Alle leuchten irgendwie so, ne? So ein bisschen. Verstrahlt. Die Tür kann man nicht benutzen. Ich weiß, was hier hinter lauert. Das freut mich schon mal gar nicht. Hello. Ja. Also. Super. Wieso ist der da mit eingefroren? Der steht gleich auf, der Sack. Das weiß ich ja jetzt schon. Stirb. Ich kann ihn aber noch nicht angreifen. Aber die stehen jetzt auf. Ja, ich wusste es. Aber wenn wir sie einmal erledigt haben, kommen sie nicht wieder. Ja, sind nicht so wie die Unsterblichen in Rise of the Tomb Raider. Hoffentlich. Sie sich irgendwo sammeln und dann wieder auf uns Jagd machen. Warum macht Alice da gerade nichts? Fragezeichen. Ich würde auch nur hingucken. Ist okay. Was ist das denn? Oh, noch mehr. Was ist los? Hör doch mal auf. Langsam reicht's, Freunde. Müsste mehr Standardschaden machen, wenn ich einfach nur so angreife. Das ist so wenig. 4. Goddammit. Noch ein bisschen. Ja. Go. Geht auf ihn. Oh, irgendjemand hat ein Level up. Liliana. Lass mich dir ein Level abgeben. Klugheit und Geschicklichkeit 1. Und... Klugheit muss 22 sein. Ja, gut. Aber sie braucht ja eh Level 12, wa? Sie ist jetzt Level 9. Und dafür brauchst du Level 12. Ja, da sind wir ja eh noch nicht. Ablenkung. Jetzt müsste ich was... Ja, ich will sie ja jetzt eigentlich wirklich bogenschützenmäßig denn ausstatten. Was haben wir hier? Durch Gesten verschwickt vortragbaren Ablenkung verwirren. Das Ziel vergisst, gegen wen es gekämpft hat und verliert die Orientierung, wenn es bei einer Prüfung seiner mentalen Widerstandskraft scheitert. Mitreißendes Nied, er setzt zu einem bezaubernden Nied an, das nahe Gegner betäubt, wenn sie bei Prüfung... Ja, okay. Sollte ich vielleicht erstmal... Ja, komm. Nahkampfbogenschütze, bitte was? In Kämpfen auf engstem Raum? Oh ja, komm. Ich weiß, sie hat jetzt noch keinen Bogen. Weil ich einfach keinen Bogen habe, der mir gerade gefällt. Aber sie kriegt noch einen Bogen. Ja? Ja, schweres Metallschild. Oh! Könnte er das gebrauchen? Er hat so ein Drecksschild, glaube ich. In Ordnung. Ja, chill mal kurz. Können wir mir... Da ist ein Schild. Stufe 3. Nee, okay. Er hat kein Drecksschild. Schon ein gutes Schild. Ja, ich meine, das hat... Ja, nee, doch. Das scheint mir doch besser zu sein. Gut, dann nicht. Buch des Archivars. Das Buch ist größtenteils verbrannt. Du kannst hier und da ein Wort lesen, mehr aber auch nicht. Die Tür wird nicht halten, Archivar. Ich bin fast fertig. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Warum ist das wichtig? Wir sind tot. Unsere große Rebellion. Zum Greifen nah. Und dennoch nur eine Totgeburt.
Wir hätten das niemals tun dürfen. Wächter sollten sich nicht gegen Könige und Prinzen stellen. Sollen wir untätig dabei stehen, während... Noch eine Rebellion? Was hat es mit dieser Rebellion auf sich, wenn das Buch nur nicht verbrannt wäre? Was eine Rebellion widerspricht allem, wofür die Wächter eintreten. Ja, eigentlich wollen die sich doch nirgendwo einmischen. Die sind doch wirklich nur für die Bekämpfung gegen die dunkle Brut da. Vielleicht gibt es noch andere Unterlagen. Wir müssen uns um Wichtigeres kümmern. Nee, was für eine Rebellion? Aber Sophia hatte mit Sicherheit ihre Gründe. Die Wächter sind Helden. Manches Unrecht darf man einfach nicht übersehen. Vielleicht finden wir im Inneren mehr Antworten. Gegen den König zu Waffen zu greifen, gefährdet unseren neutralen Status. Da ist wohl wahr. Wir müssen uns um Wichtigeres kümmern. Ja, vielleicht finden wir mehr Antworten im Inneren. Wir können nur hoffen. Ich will mir noch kein Urteil darüber bilden. Obwohl ich ja auch eher dafür bin, dass der Neutralitätsstatus irgendwie erhalten bleiben muss. Allerdings weiß man nicht, was damals wirklich passiert ist. Erstmal abwarten. Genau so. Die Geschichte von Soldaten. Gipfel Kapitel 2. Als er sich seinem 60. Lebensjahr näherte, kamen Gerüchte auf, dass die Verderbtheit in Austerians Blut begann, ihren Tribut von dem Kommandanten der Wächter zu fordern. Was auch immer. Berichten aus dieser Zeit zufolge durchlebte er grauenhafte Wachträume und hörte, wie sein Name in den dunklen Ecken von Soldatengipfel geflüstert wurde. Es heißt, Austerian habe Stunden über Stunden allein in der großen Halle verbracht und Dinge gemurmelt, die nur er allein verstehen konnte. Viele glaubten außerdem, dass Austerian im Geheimen eine Erweiterung seiner Festung plante. Neue verborgene Gänge und Nischen sollten ihn vor dem Schatten beschützen, die ihn heimsuchten. Ob es Austerian gelang, sein Projekt abzuschließen, weiß niemand. Sein Verfall wurde für jeden offensichtlich, der auch nur ein wenig Zeit mit ihm verbrachte, so dass er bald durch Frieda Holwig als Kommandantin der Wächter ersetzt wurde. Austerian wurde nach Orsama gebracht, wo er sich den Ruf der letzten Ritual der Grauen Wächter unterzog und ehrenhaft in seinen Tod ging.